Hallihallo, da bin ich schon wieder, Marie, eure unabhängige Essenzberaterin. Und zwar mit, ich, jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie die Kollektion heißt. Nein. Und zwar mit den Disney-Düften. Mit dieser neuen Disney-Kollektion, nennen wir sie einfach so. Und zwar, wir fangen direkt an. Ich muss mich ein bisschen beeilen. So, diesmal habe ich auch noch nicht vorbereitet. Gott, so. Jetzt habe ich nichts gehoben. Ich habe es aber auch, also es stand jetzt diesmal nicht ganz so lang drinne. Daher wird der Duft noch ein bisschen dezenter sein. Der ist relativ dezent. Also zumindest empfinde ich den als dezent. Ich mag ja eigentlich eher kräftigere Düfte. Ich kann euch jetzt nicht mal sagen, nach was das riecht. Es riecht gut. Finde, es riecht ein bisschen ganz, ganz leichter Wäscheduft. Da muss ich mal in der Lampe gucken, wenn ich die in der Lampe habe und der erwärmt wird. Oder er riecht dann natürlich morgen richtig stark. Das kann auch passieren, hatte ich auch schon. So ist er aber ziemlich dezent. Das war jetzt übrigens Sadness. So, dann haben wir hier den Ärger. Oh, hier kommt. Ach, oh, jetzt. Oh, hier kommt es mir schon entgegen. Oh, da ist Zimt drinne. Da ist definitiv Zimt drinne. Der riecht, aber finde ich überhaupt nicht weihnachtlich. Der, also Zimt ist so ein, ich mag Zimt das ganze Jahr über. Muss dazu sagen, ich bin so ein richtiger Zimt-Fan. Viele mögen Zimt nur Weihnachten oder auch gar nicht. Ich mag Zimt wirklich das ganze Jahr und der riecht aber wirklich stark nach Zimt, aber nicht weihnachtlich. Nee, der ist, der hat irgendetwas drin. Oh, ich hätte mir echt die Duftbeschreibung vorher mal durchlesen sollen. Der ist, oh, wer Zimt mag, den hier unbedingt bestellen. So, dann kommen wir zu dem grünen. Disgust. Grüne Düfte sind nicht ganz so meins. Ich weiß jetzt auch gar nicht, welchen ich davon nicht bestellt habe. Also es sind ja eigentlich fünf, ich habe nur vier bestellt. Aber der andere hat mir wirklich von der Beschreibung gar nicht zugesagt. Oh, ist der grün. Der ist wirklich kräftig grün. Aber angenehm grün. Ich bin auch nicht ganz so ein Grün-Fan. Aber der riecht sehr frisch. Da ist. Da ist etwas drinne, was ich genau kenne. Und ich hatte das jetzt. Ein bisschen wie Kohlrabi. Nee, irgendwas ist da drinne. Ach, ich habe gar nicht noch. Doch, Kamera ist noch an. Ja, Kamera ist noch an. Mikro ist noch an. Ich kann es nicht sagen. Also es riecht wirklich grün, leicht fruchtig, ein bisschen frisch. Ich kann es nicht definieren. Es riecht gut, aber ich kann es nicht definieren. So, und dann kommt noch die Freude. Das ist ein gelber Duft, der müsste rein theoretisch zitrisch sein. Zitrisch liebe ich ja total. Und ich habe da auch schon einen Spoiler gesehen. Sehr zitrisch, super lecker, richtig angenehm. Der riecht nicht ganz so frisch, der geht, ich finde, ein bisschen mehr ins. Ja, es, wir haben ja frische Düfte, Bäckereidüfte, zitrisch, fruchtig und so, aber der
finde ich, geht schon ein bisschen in die Bäckereiduft. Nicht mega süß, um Gottes Willen, aber er riecht ein bisschen wie ein Dessert, ein richtiges zitrisches Dessert. Also der ist, ja, also hier Kelheim geht ein bisschen in die Richtung mit diesen zitrischen, beziehungsweise wer den Lemon Lime Fizz mag, mochte, den gibt es ja leider nicht mehr. Beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, sogar noch im Club. Der wird den hier auch sehr mögen. Es riecht auch, also es ist nicht nur hauptsächlich dieses Zitrone, sondern eher so Mandarine, Orange. Sehr angenehmer Duft. Also das ist definitiv mein Lieblingsduft von denen. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist das auch von sehr, sehr vielen der Lieblingsduft. Also der ist wirklich toll. Danach würde bei mir tatsächlich der rote kommen. Schwer zu sagen, aber ich glaube den blauen danach, weil er ein bisschen ins Frischere geht. Und wie gesagt, grün ist jetzt nicht ganz so meins, aber der ist trotzdem gut. Also einmal reingedüftelt. Ja, ist jetzt zwar schade, dass ich euch den letzten Duft davon nicht noch mal reindüfteln kann, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Und die sind ja auch ein bisschen teurer. Und ich habe ja auch schon so viel. Ich meine, ich habe ja jetzt die neuen Bring Back My Bars schon bekommen. Das sind auch 15 Stück. Und die muss ich auch alle noch Proben machen. Und dann hatte ich ja noch die anderen ganzen Bars bekommen. Das muss erstmal auch alles aufgebraucht werden. Also ich habe viel aufgebraucht, um Gottes Willen. Meine Schränke, da hat es wirklich gut abgenommen. Aber ja, gut, ich habe auch ein paar aussortiert, wo ich jetzt dachte, ach komm, mag ich jetzt vielleicht nicht mehr so gerne, oder ich habe jetzt einfach eine Alternative, der mir ein bisschen besser gefällt. Dann nehme ich die, mache Proben von und packe die bei den Kunden einfach mit rein. Dann sind die auch weg und ja, ich schmeiß um Gottes Willen nichts weg. Nein. Ja, aber ich muss jetzt langsam wieder mal in die Küche und nach meinen Proben gucken. Nicht, dass der Duft dann komplett raus ist. Und ja, deswegen ein kurzes Video. Ich mache später dann, wenn ich mit den Proben fertig bin, werde ich noch das aufgebraucht Video machen. Das wird wieder ein bisschen länger. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne wieder rein. Macht gerne ein Abo. Natürlich, wie immer, kostenlos. Oder gebt mir ein Herz. Das wäre sehr schön. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!